Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Wir befinden uns im Schloss des Biestes erneut und jetzt ist gerade ein seltener Herzloser aufgetaucht. So. Ah, verdammt, das war zu früh. So. Möglichst schnell noch das Zeug einsammeln. Ist ja so gut für die Waisenform gewesen. Die Meisterform. Wieso nenne ich das immer Waisenform? So. Gut, ich denke, meinem Kerker wird sich Bell nicht aufhalten. Insofern gehe ich jetzt einfach mal zum Westflügel direkt. Und werde hier weitermachen. So. Die erste Triflesse ist bereits wieder voll. So wie sich das gehört. So. Ach, haben wir da keinen? Die hatten wir doch schon in dem Fluss der Nostalgie. So. Übrigens gut, dass ich Glücksboost schon ausgerüstet habe, weil Glücksboost brauche ich später definitiv. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten. Und je früher ich das benutze, desto früher bin ich fertig. Mit 100%. So. Angriffskraftboost, Level 39. Ja, 39, 40, das ist so das Level, was ich erreichen wollte. Schade. Wie viel brauche ich denn noch? 14. 8, 48. Naja. Ab ins Gemach des Biestes. Da ist auch Bill. Was ist los? Bitte, beruhige dich! Beruhigen? Du wolltest ja unbedingt eine Feier, nicht wahr? Siehst du nicht, was passiert ist? Hey, was ist denn los mit dir? Die Rose. Meine Rose. Ach, die Rose. Hat er sie mitgenommen? Wir können dir doch eine andere Rose besorgen. Ruhe! Was weißt du schon davon? Das ist nicht fair, Beast. Lass es nicht an Belle aus. Sie hat sie doch nicht gestohlen. Tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Aber... Belle? Sora? Ich will, dass ihr das Schloss verlasst. Seht mich an. Ja, das bin nun mal ich. Als du hier ankamst, da wollte ich mich ändern. Doch letztlich bin ich innen drin genau das, was ich jetzt nach außen hin verkörpere. Ich werde immer ein Biest bleiben. Also sollte ich leben wie ein Biest. Allein und einsam. Leb wohl. Belle.
Ist das dein Ernst? Ich glaube, nichts könnte ihn jetzt umstimmen. Ja. Keine Sorge, Bell. Überlass das uns. Wenn wir seine Rose wiederfinden, beruhigt er sich schon. Armes Kind. Wie konnte es nur so weit kommen? Und sie hatten sich so auf diesen Abend gefreut. Aber, kein Grund für lange Gesichter. Ist die Rose erst wieder an ihrem Platz, findet erst alles ein Ende. Was ist eigentlich so besonders an dieser einen Rose? Wenn er lernt, eine Frau zu lieben und ihre Liebe zu gewinnen, dann ist der Zauber gelöst und wir werden alle wieder zu Menschen. Ja, das hattest du erwähnt. Aber es gibt ein Zeitlimit. Er muss seine wahre Liebe finden, bevor das letzte Blütenblatt gefallen ist. Ja, aber das ist nicht alles. Mit der Zeit ist das Umsorgen der Rose ein liebgewonnener Teil des täglichen Lebens unseres Herrn geworden. Es ist fast so, als würden all seine Hoffnungen und Träume in dieser einen Blüte liegen. Das arme Biest. Wir müssen sie für ihn zurückholen. Ich bitte euch darum. Wir können das allerdings nicht ohne das Biest tun. Wenn es so wichtig für ihn ist, muss er selbst daran teilhaben. Warum hat der Herr Bell angeschrien? Würdet ihr ihn das für mich fragen? Hat er angeschrien gerade? Angeschrien. Aha, naja, gut, okay. Könnte sogar richtig sein. Der Herr kann manchmal ein wenig, wie soll ich sagen, melodramatisch sein. Wärt ihr so gut und redet mit ihm für uns? Gerade als ich dachte, der Bann könnte gebrochen werden, muss das passieren. Mit den Zweien wird sicher alles gut gehen, aber Sorgen mache ich mir trotzdem. So. Überreden. Hey, Beast. Lasst mich in Ruhe. Du wirst mir jetzt zuhören. Vor einem Jahr warst du furchtlos und wärst gestorben, um Bell zu retten. Weißt du das denn nicht mehr, wie sehr du uns damit Mut gemacht hast? Aber vielleicht hättest du welchen für dich aufheben sollen. Ich meine, willst du wirklich dein Glück wegwerfen? Die Rose ist deine ganze Hoffnung, oder? Nun, sie ist auch die einzige Hoffnung für Von Unruh und die anderen. Lass also deine letzte Chance nicht verstreichen. Weißt du noch, wie es war, als Bell noch nicht hier lebte? Siehst du, du darfst nicht aufgeben. Nicht jetzt. Eines weiß ich sicher. Was? Das hier ist mein Schloss. Und ich lasse Xaldin nicht gewähren. Donnerrose. Besitzt große Angriffskraft und löst kontinuierlich Abschlussangriffe nach Kombos aus. Und Karte von vor dem Schloss. Okay. Auf Wiedersehen, Biest. Keiner will dich haben. Was habe ich jetzt noch für eine Fähigkeit gekriegt? Eisboost. Naja, gut, okay. Die Donnerrose wäre natürlich ein ganz nettes Item, aber nicht so mein Fall. Ich bin heimlich mitgekommen, aber ich bin so froh, dass es dem Herrn besser geht. Wenn ihr jetzt noch mit Bell redet, finden die beiden bestimmt wieder zueinander. Ja, offensichtlich. Die Rose ist verschwunden. Okay. Nimm sie!
schon wieder, Ginny. Dass ich so oft jetzt hier Ginny rufe, ist einfach bloß, weil er gerade die aktuell praktischste Rufdingens ist. So. Weil er mich immer heilt. So. Yay, Freund leistet Level 5. Freund Stufe 5. Dann gucken wir doch gleich mal. Ist das jetzt aktuell die Max-Form? Ja, dann kann ich das Freund-Leveln erstmal lassen. Dann kann ich mich auf die Waisenform und die Meisterform konzentrieren. So. So. Die Gegner hasse ich ja. So. Erfolgreich die Gegner besiegt und was jetzt? So. Okay. Moment. 12. Wieso kann ich nicht in die Meisterform? Ach so. Klar, weil ich noch ein Level zu niedrig bin. So. Oh. Muss das echt sein? Auf die Form habe ich nun wirklich keinen Bock. So. Ich frage mich halt bloß, was ich gerade zuerst trainieren möchte. Die Meisterform oder die Waisenform, aber ich glaube eher die Meisterform, weil es hier noch viele von diesen Aufladekugeln gibt. Wow. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Okay. Kein Problem. Das alles bloß wegen der blöden Antiform. So. Okay. Ja, dann ist er abgehauen, oder? Ja. Ah, danke. So. Super. Jetzt
muss ich nur noch eine einzige Leiste vollkriegen, dann kann ich wieder die Meisterform auswählen. So, 4 Leisten, wunderbar. Level up, wunderbar. Na komm schon. Meisterform. Ein Level kann sie noch werden. Braucht noch ein bisschen. Ja. War ja klar, dass ich jetzt hier mit dem viel Probleme haben werde. Deswegen habe ich erstmal aus sicherer Entfernung gelockt, damit ich mich in Ruhe um das Vieh alleine kümmern kann. Ich will nämlich nicht nochmal krepieren gleich. So. Noch eine Formleiste wäre mir ganz cool, ganz lieb. Okay. Sieh an, das Biest. Du bist doch gekommen. Ich war schon besorgt. Besorgt, du könntest aufgegeben haben. Was wollt ihr Kerle eigentlich wirklich? Kingdom Hearts. Sobald Kingdom Hearts uns gehört, sind wir vollkommen und können erfüllt leben. Du siehst also, Biest. Deshalb brauchen wir dich als Herzlosen und deinen Niemand. Besiege alle Niemanden, na super. Ich sage, die Weisen, die Meisterform, die schon vollkommen verbraucht, sinnlos. Kann halt bloß maximal noch ihre Stärke ein bisschen auslotsen. So. Yay, Level 40. Das ist mir eigentlich genau das Level, was ich erhofft hatte. Okay. Hm.
Okay. Ich glaube, ich werde mal kurz die Twilight-Leiste erneuern. Weil wenn ich gerade schon mal in diesem Gebiet bin. Der Mann in Schwarz ist voraus in den Vorhof gelaufen. Bitte macht euch auch alles gefasst und passt vor allem gut auf euch auf. Klar. Ohne diese Rose können weder der Herr noch wir je wieder zu Menschen werden. Ich bitte euch, entreißt diesem Mann unsere letzte Verbindung, verbleibende Hoffnung. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Und Belle hat sich doch so auf den Tanz heute gefreut. Der Mann, der raus in den Vorhof gelaufen ist, sah ziemlich gefährlich aus, Sora. Meinst du, du kannst das schaffen? Naja, vielleicht musst du ja auch einfach nur ganz gemein und gefährlich reinschauen, um ihm Angst zu machen. Natürlich, das wird helfen. Definitiv. Neue Attacke in Kingdom Hearts. Grimasse. So. An dieser Stelle werde ich dann aber erstmal die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen den Endboss dieses Gebiets. Bis dahin und tschüss!